mit dem Solarzentrum Berlin und dem Stromnetz Berlin, wo wir einfach über das Thema gemeinsam mal gesprochen haben und da konnten wir eben eine entsprechende Vorlage und einen Vorschlag beisteuern, der dem Stromnetz Berlin so gut gefallen hat, dass die ihn tatsächlich, ich glaube, eine Woche später oder was auf der eigenen Webseite schon veröffentlicht hat. Hi Christian. Grüß dich, Julian. Du grinst, bist über beide Ohren. Ja. Macht's dir Spaß? Total. Erzähl total mal. Tolle Messe. Wo sind wir hier? Was hast du uns mitgebracht? Ja, wir sind auf der Green World Tour von Autarkia. Das ist eine Messe zum Thema Nachhaltigkeit, die eigentlich durch ganz Deutschland und teilweise auch Österreich tourt und jedes Jahr mehrere Städte da abklappert. Und wir sind jetzt das zweite Mal hier auch mit hier in Berlin dabei und werden auch auf den weiteren Standorten dabei sein. Und genau, die Messe hat uns hier die Möglichkeit gegeben, mit unserem neuen Stand hier ein extra angefertigter Balkon, ja, um mal richtig das Thema Balkonsolar zu präsentieren, hier vor Ort zu sein und mal die Leute anzusprechen. Was ist denn so dein Highlight? Ja, also das Highlight sind auf jeden Fall die Leute. Ich habe super viele tolle Unterhaltungen gehabt und ganz viele Leute auch kennengelernt, die sogar schon aktiv sind, die zu Hause selber schon ein Balkonkraftwerk dran haben und die von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und das Highlight ist auch, dass ich direkt hier wirklich auch einspeisen kann und meinen Teil dazu beitragen kann, die Messe mit Strom zu versorgen. Pass auf, dann zeig uns das mal. Genau, ich zeige es mal mit dem Modul tatsächlich. Das ist im Moment gerade angeschlossen. Das ist ein 275 Watt Modul mit einem Envatec-Wechselrichter dran, der aus dem Gleichstrom-Wechselstrom macht. Und der speist hier direkt in dieses Strommessgerät, über dieses Strommessgerät in diese Steckdose hier ein, die dann da hinten, sieht man das Kabel, das läuft dann da hinten bis in die Steckdose rein, dass dann die Messe sozusagen ein bisschen mitversorgt mit Strom. Ja. 18 Watt? 18 Watt im Moment gerade. Aber er steht im Schatten. Steht alles genau gut. Senkrecht alles gut. Und so weiter. Heute Morgen hat er ganz schön runtergeballert, das da kam ich. Die Sonne direkt drauf. Da kam auch ein bisschen mehr raus. Ja. Dann hast du da hinten, habe ich vorhin gesehen, ich war ja schon mal kurz vor dem Vortrag bei dir, ein Modul mit integriertem Wechselrichter. Zeigst du uns das auch nochmal? Ja, auf jeden Fall. Also weil das finde ich... Modul, fangen wir mit dem mal an. Ja. Das ist ein monokristallines Split-Cell-Modul, wo man also tatsächlich so zwei Hälften hat. Das heißt, man hat auf jeden Fall bessere Erfolge, auch wenn es normal eine Verschattung gibt. Ja? Weil wenn eine Seite verschattet ist, funktioniert die andere trotzdem noch 100%. Okay. Und es sind insgesamt weniger Widerstände drin, weil der Strom nicht erst durch das gesamte Modul laufen muss, bevor er bei den Kabeln rauskommt, sondern auf der Hälfte schon abgeholt wird. Ne? Hat das besondere Maße? Oder ist das genau? Das ist ein kleines bisschen größer, das hat auch ein bisschen mehr Solarzellen drin. Ja. Das hat vor allen Dingen bei 345 Watt Peak, ist er halt ganz schön ordentlich. Das ist schon von dem, was man so serienmäßig jetzt kaufen kann im Moment gerade, ist das aber schon ganz schön weit oben mit dabei. Aber ich glaube, das besondere Highlight ist hier hinten. Ne? Genau, das ist dieser Wechselrichter von AE Conversion, das ist der 315 in 315 50. Und der ist schon direkt mit dem Modulrahmen hier verschraubt und ist nicht separat anzubringen oder so. Der kann auch so angebracht werden, weil die hitzeproduzierenden Bereiche sozusagen sind hier hinten dran. Also es wird auch nicht weitergeleitet, gibt es auch keine Hotspots oder sowas auf dem Modul. Also das ist wirklich eine sehr schön konfektionierte Angelegenheit, die von Green Akku hier auf den Markt gebracht wurde. Und das Ganze hat trotzdem unter 400 Euro, ist ein absoluter Schnäppchen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man das jetzt erstmal sozusagen als einzelnes Modul verwendet. Deswegen wird es auch als sogenanntes AC-Modul verkauft. Ja? Also das heißt, ein Wechselstrommodul, wo sozusagen nur das Modul da ist, den Wechselrichter, beachtet man ein bisschen gar nicht und das kannst du halt quasi direkt in die Steckdose stecken und läuft. Okay, das heißt, das ist also quasi ein richtiges Steckdosenmodul. Ja. Was ist da für ein Stecker am Ende drin? Weil du hast es ja so ein bisschen mitbekommen, die Kommentare kochen ja hoch um das Thema Stecker und so weiter. Ja. Wir hatten uns auch schon ausgetauscht. Was ist denn an dem Modul jetzt hinten dran? Genau, wir haben hier den bereits mal vorgestellten Sicherheitsstecker. Das ist jetzt ein Fabrikat der Firma Wieland. Und der ist entspricht eben den VDE-Normen, so wie man sich ausgedacht hat beim VDE. Aber im Endeffekt, das hatte ich ja auch schon im anderen Video erklärt, der Sicherheitsvorteil, den das hier bietet, der ist eigentlich marginal. Und in Österreich hat man schon erkannt, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, sondern auch über die normale Steckdose geht. Allerdings muss man bei Anmeldung des Geräts immer schreiben, dass man eben einen entsprechend VDE abgesicherten Stecker verwendet. Das heißt, Christian, wenn du da jetzt mal ganz stark deinen kleinen Finger reinsteckst, kriegst du einen Schlag?
ich kriege keinen Schlag, ja, und vor allen Dingen, ich komme aber auch nicht ran. Ja. Ja? Also ich komme, genau, tatsächlich nicht an den Kontakt dran. Ja. Da müsste ich schon einen Phasenprüfer nehmen oder sowas, ja, um da an den Kontakt ranzukommen. Und ich muss ja nicht nur einen Kontakt berühren. Also das ist tatsächlich, bringt schon eine zusätzliche Sicherheit. Ja. Wie gesagt, der Wechselrichter, genauso wie alle anderen, ja, sind aber VDE zertifiziert, dass sie nach 200 Millisekunden abschalten. Ich habe im letzten Video übrigens 20 gesagt, bitte, ja, ignorieren. Ja, 200 sind es in Wirklichkeit, aber es ist immer noch wenig genug, so dass, ja, du auch an den normalen Stecker ranpassen kannst, ohne dass du einen Schlag hast. Ja, okay, das finde ich schon mal klasse. Wenn wir schon mal dabei sind, Christian, erzähl uns doch noch mal ganz kurz, du hast es auch in deinem Newsletter geschrieben, es hat sich in Berlin jetzt was ganz Wichtiges ergeben. Das würde ich gerne noch ins Video aufnehmen. Genau, ja. Haus raus, auf jeden Haus Fall, raus. Ja. Na, ich habe es beim letzten Mal ja schon ganz kleines bisschen angedeutet, ja, dass sich da vielleicht was tut, und tatsächlich haben wir jetzt den Erfolg gehabt, und da bin ich auch super happy und danke auch nochmal an Stromnetz, mhm, Berlin, dass sie so schnell geschaltet haben, weil wir hatten dann gemeinsam einen Termin mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie Berlin-Brandenburg und mit dem Solarzentrum Berlin und dem Stromnetz Berlin, wo wir einfach über das Thema gemeinsam mal gesprochen haben, und da konnten wir eben eine entsprechende Vorlage und einen Vorschlag beisteuern, der dem Stromnetz Berlin so gut gefallen hat, dass die ihn tatsächlich, ich glaube, eine Woche später oder was, auf der eigenen Webseite schon veröffentlicht hatten, und mit was? Eigener Seite und Übersichtsform, sodass man wirklich mit einem A4-Blatt in Berlin jetzt sein eigenes Balkonmodul ganz einfach in Betrieb nehmen kann. Die kommen dann vorbei und tauschen auch noch völlig kostenlos den Stromzähler im Keller aus, damit der auf keinen Fall zurücklaufen kann. Das heißt, in Berlin kann es losgehen. In Berlin kann es vor allen Dingen auch über uns losgehen, ja, weil am Mittwoch, ja, habe ich nämlich die E-Mail noch zusätzlich erhalten, dass auch unser Anmeldeservice von machdeinstrom.de jetzt in Berlin anerkannt wird und deswegen jeder, der sich dort registriert, automatisch Zugang zu unserem Formularservice bekommt und von dort nicht nur das Formular für die Anmeldung in Berlin fertig, mhm, ausgefüllt und unterschriftsreif zugeschickt bekommt, sondern wir auch noch kostenlos die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister für den Kunden vornehmen, sodass der sich damit gar nicht befassen will. Entstehen da Kosten für euch, beziehungsweise für den Kunden, der euren Service in Anspruch nimmt? Nein. Keine Kosten. Das heißt, machdeinstrom.de kann definitiv losgehen. Genau, für Berlin die richtige Adresse. Letzte Frage noch, weil du weißt, ich komme aus Brandenburg. Hast, ja, du irgendwelche Infos aus Brandenburg? Irgendwas Neues von der EDIS? Da hat sich leider noch nichts getan. Also die letzte Information ist auch vor unserem letzten Video schon, dass die das vereinfachte Anmeldeverfahren, das eigentlich auch gerade in deren Konzern kursiert, nicht übernehmen und da noch hadern und überlegen und nicht sicher sind. Mehr konnten wir bisher noch nicht erreichen, machen aber weiter da. Und ich habe als Kunde keine Möglichkeit zu sagen, guck mal, der eine Netzbetreiber, der macht das, dann möchte ich das gerne auch so haben, weil das wäre ja sonst eine Ungleichbehandlung. Ich hatte gerade einen, der hat, naja, die Ungleichbehandlung in unterschiedlichen Netzgebieten und mit unterschiedlichen Installationen, das kann schon gerechtfertigt werden. Also darüber zu gehen, ist ein bisschen schwierig. Ich hatte gerade einen Kunden aus Potsdam da, der hat das Berliner Formular mal dahin geschickt an den Netzbetreiber. Keine Reaktion. Ja. Also... Man muss gucken. Ich hatte auch einen aus Bernau da, der hat, ja, auch gesagt, das ist auch ein städtischer Netzbetreiber offensichtlich, die Stadtwerke dort, und da hat er das Thema auch angesprochen und die wussten nicht mal, dass der Zähler getauscht werden muss. Also der Informationsstand ist einfach in unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedlich und deswegen gibt es eben auch unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir geben auf machdeinstrom.de im Blog auch unter dem Bereich, wie melde ich das Kraftwerk halt an, Hinweise dazu, also in drei Schritten, zum Energieriesen heißt der entsprechende, ja, Blogbeitrag, ja, wie man bei sperrigen oder widerspenstigen Netzbetreibern da vorgehen kann, um trotzdem sein Balkonkraftwerk anzuschließen. Aber man muss sich halt darauf gefasst machen, dass sie halt rummeckern. Alles klar. Christian, lieben Dank, dass du die Zeit hattest. Du musst zu deinen Standbesuchern zurück. Genau, ja. Und ich denke mal, wir bleiben in Kontakt. Das machen wir auf jeden Fall, Julian. Danke. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao.